Sau, Leute. Ich bin live, nicht ganz von der MagicCon, gegenüber von der MagicCon. Ich habe dem lieben Lipnap tatsächlich sein VIP-Package mal wieder zur Verfügung gestellt bekommen. Das letztes Jahr ja auch für euch aufgemacht. Und dieses Jahr ist es ein wirklich, wirklich, wirklich hübscher Rucksack. Oh mein Gott. Hier an der Seite auch schön mit dem Fach noch mit bei, mit dem Magic-Symbol. Das ist ein wirklich schöner Rucksack. Hier oben die Lasche für die Playmat oder für ein Getränk. Tatsächlich mega auf beiden Seiten. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und hier tatsächlich auch natürlich für einen Trolley was zu machen. Hier oben bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich für Portemonnaie oder sonst was. Keine Ahnung. Aber mega Material. Fühlt sich ganz gut an tatsächlich für den Rucksack. Ist halt dieses leichte Plastik mit rein. Und wir gucken jetzt mal rein. Und wir haben, oh mein Gott, ich kann den richtig weit aufmachen. Das ist ja krass. Vorne ist auch, und dieses ganze Inlay ist hier wirklich mit Ding drin gemacht. Ah ja, genau. Wir haben eine Sache schon rausgemacht, haben dann Booster geöffnet und da wurde dann dieses Flair drin gezogen. Das ist ganz, ganz cool. Wenn man jetzt hier schaut, guck mal, ist alles mit drin. Hier ist der Ajani mit seitlich eingenäht und so. Alles von diesem Muster. Und auch das komplette Inlay ist so aufgebaut. Das ist richtig sick. Hier mit dem Oko und so. Das ist richtig schön. Hier oben hat man so einen Klettverschluss für Stifte. Und den kann man tatsächlich abmachen. Und kann ihn auch seitlich dran machen oder halt anders dran machen. Das ist mega. Plus hier oben nochmal ein Case. Das ist ein saugeiler Rucksack. Vor allem, wenn ich mir überlege, was wir in Barcelona für einen Rucksack hatten. Der war schon cool, keine Frage. Aber Hidders Ding ist ja wirklich der Wahnsinn. Also da haben sie auf jeden Fall upgraded. Dann haben wir hier eine Cappy mit MagicCon Amsterdam und einem Lotus-Symbol drauf. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Das ist ja auch schon extrem krass. Dann haben wir wieder eine Menge Playmats. Wir haben einmal die Playmat hier. Oh mein Gott, das ist das große Banner, was ihr ja schon gesehen habt, was wirklich da drauf hängt. Auch wirklich schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Und da ist noch eine zweite und diesmal sogar mit Stitched Edges. Gucken wir uns die auch nochmal an. Und das ist, wow. Das ist die Mama herself. Black Lotus VIP Playmat. Einmal mit einem dicken Emrakul. Das ist ja hübsch. Das ist mega, mega hübsch. Das finde ich krass. Also das ist wirklich, wirklich hübsch. So, wir sind noch lange nicht fertig hier. Wir haben natürlich das obligatorische zwei Bändchen. Einmal das Lotus VIP Bändchen. Schön mit den Straßen von Amsterdam drauf, was ich sehr cool finde, dass sie das so ein bisschen angepasst haben. Und hier haben wir einmal dasselbe nochmal bei Nacht. Wirklich, wirklich cool. Aber hier steht nirgendwo das VIP drauf. Das steht, dieses Black Lotus Zeichen ist nur hier drauf. Aber auch die sehr, sehr, sehr cool. So, was haben wir noch? Ah ja, genau, die Voyagers. Das sind für die MagicCon, könnt ihr on demand, könnt ihr damit euren Eintritt bezahlen. Das ist sozusagen euer Spielgeld. Dann haben wir eine gegradete Karte. Ich gucke mal gerade, dass sie ein bisschen in der Kamera passt. Aber das ist niemals eine 10. Hier oben, die hat hier oben einige Schläge drin. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, wahrscheinlich nicht. Aber die hat hier wirklich Schläge drin. Das ist niemals eine 10, aber es ist ganz lustig, dass sie es als 10 gegradet haben. Weil das ist niemals eine 10. Aber es ist eine coole Sache, dass sie es beigelegt haben. Finde ich sehr, sehr cool. Weil als Karte ist halt eine Karte. So, was haben wir dann? Counterspells, oh wow. Ein ganzes Playset in Foil. Das ist ja, ich weiß nicht, wie gut man das Glitzern jetzt gerade sieht, einigermaßen. Es ist, oh mein Gott, das ist eine sehr hübsche Karte. Was haben wir noch? Eine Deckbox, hier sind auch Sleeves drin mit, ui, was ist das denn für eine schöne Engeline? Das ist ein sehr schöner Engel und ich weiß, dass diese Sleeves, die davon so draufgedruckt sind, auch da drin sind. Von Ultra Pro, die eigentlich gar nicht mehr die Lizenz von Magic haben, sondern Ultimate Card. Spannend. Aber hier finde ich es auch schade, der Übergang, wenn ihr das seht, hier ist es so leichtes Orange und hier ist so ein Grau. Seht ihr das? Da ist leider irgendwie ein Farbunterschied reingelaufen. Ach, weil das die Flügel sind. Aber hier oben ist auch dieses Grau und hier unten ist es Gelb. Aber das muss wohl so sein. Das scheint wohl einfach so gewollt zu sein. So, was haben wir noch? Das ist, oh ja, oh mein Gott, ja, 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 das ist mega, weil das ist eine coole Flasche, das ist eine saucoole Flasche, die ist wirklich, wirklich cool und auch tatsächlich von, wenn ich es richtig sehe, von Swiss oder Emmy, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was von beiden es ist,
Auf jeden Fall gar keine so eine Billigmarke, glaube ich. Und sie fühlt sich sehr hochwertig an. Stainless Steel Recycled, steht aber auch nicht drauf, von wem es ist. Dann ist es wahrscheinlich weder von Emmy noch von Swiss, weil die lieben es, die Sachen draufzuschreiben. Sehr, 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 sehr cool. Dann haben wir, ja geil, den Magicon Pin. Das ist auch das Logo, was auf den T-Shirts und auf den Pullis und so weiter drauf ist. Das ist auch richtig cool. Sehr, sehr schöner Pin tatsächlich. Sehr, sehr, sehr cool. Kann ich mich live und Kamera nochmal bedanken dafür, dass ich den letzten Pin geschenkt bekommen habe, nachdem mir mein Rucksack geklaut wurde. Vielen Dank nochmal dafür. Genau, dann haben wir Booster. Drei Collector Booster. Dann haben wir vier Modern Horizons 3 Play Booster. Wie gesagt, das eine haben wir schon aufgemacht mit MTG Malone. Das habt ihr in meinem anderen Video gesehen, tatsächlich. Dann haben wir hier das Black Lotus, den Badge. Schön mit der Mama Emmy drauf. Richtig schön. Die Content Creator haben, glaube ich, den Titan. Und die Gäste, also den ich auch bekommen habe, den habt ihr auch gesehen. Das ist, glaube ich, irgendeine rote Legendary, die ich nicht zuordnen kann. Für die Kiddies ist es ganz cool, wenn du die Kinder mitbringst und in dem Kinder-Magic-Bereich ablieferst. Die hatten diesen Hund, diesen Felpes oder wie der heißt. Das war auch richtig süß. Und dann haben wir noch drei Mystery Booster Convention Edition, aber die sind anders gedruckt. Die sind anders gedruckt, aber es ist die Convention Edition 2021. Das heißt, es ist nicht die krass gehypte, aber davon gibt es eine nicht so gehypte und eine gehypte Version. Da müsste ich nun mal rausfinden, welche da welche was ist. Also auch. So. Cool. Mir wurde gerade gesagt, ich darf es aufmachen. Dementsprechend machen wir meins auf. Die sind hier oben her. Gucken wir mal kurz rein. So, wir haben hier immer zwei weiße Karten. Ah, riechen gut. Zwei blaue Karten, Mana League, nicht schlecht. Zwei schwarze Karten, da kann ein Demonic Tutor drin sein, ist hier leider nicht. Crown Hunting. Zwei grüne, dann ein Multicolor. Dann ein Crusher. Ein Sakashima, der ist gar nicht mal so günstig tatsächlich. Ein Commit in Memory, das ist auch ganz cool. Und hieran erkennen wir das. Sehr cool, das ist eine Rarität. Die anderen beiden würde ich auf jeden Fall verschlossen halten, weil die sind wirklich im Verschlossenszustand noch mal ein bisschen mehr wert. Aber hier auch sehr, sehr cool. Das ist sehr cool, dass sie das rausgeben. Ich weiß natürlich nicht, wie viele VIPs die hier hatten und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, ganz cool. Und wir haben hier noch das Bändchen, auch mit Magic konnte es mal draufstehen, für die Emo-Party. Die lustige. So, nochmal ganz kurz zum Rucksack. Ich muss das hier gerade nochmal zeigen, weil ich es gerade sehe. Hier haben wir sogar auch noch Reißverschlüsse für Inlays und sonstige Sachen für hier drin. Das finde ich absolut mega. Und hier, das habe ich auch jetzt gesehen, kann man immer noch so Stangen reinziehen und so ein Kram. Oder hier irgendwas drin festmachen, in den Haken oder was zusammenklipsen oder so. Das ist genial. Also das Inlay ist wirklich cool. Und ich finde den ganzen Rucksack auch sehr, sehr cool. Das ist ein cooles Package tatsächlich. Also ich muss sagen, wie viel hat das Package gekostet? Ja. 800-900 €, das ist vollkommen fair, meiner Meinung nach, tatsächlich. Also es ist wirklich fair, weil du hast ja noch diese Launch, wo sie ja angeblich verbessert haben, wo du was machen konntest. Du hast diese Voyagers, wo du halt was machen kannst. Verpflegung. Ja, Frühstück mit drin, Verpflegung mit drin. Du hast hier, wie gesagt, die hier alleine sind ja, ich glaube, 35-40 € das Stück. Und allein das sind ja schon knapp 120 €. Kannst du an Events mitmachen im Wert von 100 €, kriegst 10% auf Merch und du kriegst, glaube ich, jeden Tag auch nochmal Booster, die du dir abholen kannst. Okay, wenn du jeden Tag Booster nochmal dazu bekommst, nochmal 10% auf Merch bekommst, auf alles, sparst dir auch nochmal richtig Geld. Und wie gesagt, allein der Rucksack, ich meine, der letzte Rucksack, der wäre, glaube ich, für so 200 irgendwie online gegangen. Der Rucksack ist auf jeden Fall teurer wie 200. Also das muss man einfach sagen, das ist auch von der Qualität her echt krass. Über die Farbe lässt sich streiten. Ihr kennt mich, ich mag schwarz. Und da lässt sich die Farbe drüber streiten. Aber ansonsten echt, echt schön. Also ja, vielen Dank, dass ich es zeigen durfte. Und ja, ihr seht noch mehr von der MagicCon. Ihr werdet da noch ganz viele Videos sehen. Und wahrscheinlich kommt das hier noch vor dem Vlog. Dementsprechend freut euch auf den Vlog.